Hallo! Oh, das war aber laut, du. So, weiter geht's. Wir werden heute wieder driften. Driften. Okay, das ist ein normales Rennen. Wir müssen hier hoch. Mensch, Meier, kann das nie weiter hier unten sein? Ich so einen Hals bei dir, so einen Hals. Ich wollte noch mal ganz kurz gucken, haben wir irgendwo... noch eine Drift-Challenge, die wir noch nicht gemacht haben. Aber scheint nicht so zu sein. Obwohl, wir könnten halt hier unten die zwei mitnehmen, ne? Und ja. Nehmen wir unten die zwei noch mit. Nein. Nein. Muss euch mal... eigentlich ist es nie lustig. Also heute ist auf Arbeit was passiert. Das ist eigentlich gar nicht lustig, aber... ja. Wir hatten heute einen kleinen Betriebsunfall und kam sogar auch Krankenwagen. Wir haben seit... wie Wochen, in der Woche haben wir 9 bei uns. Und... ja. So, der meinte so, ja, laufende Maschine kann man ja reinfassen. Das macht man einmal und nie wieder, ne? Ja, ne? Außer man hat Hobbys so, oder gar keine Hobbys. Und ja, ne, jeder weiß es, Arbeitssicherheit geht vor und eine laufende Maschine reinfassen, dafür braucht man noch nicht mal einen Abschluss, da weiß man, das sollte man nicht tun. Hat er natürlich getan. Wir haben eigentlich voll viele Sicherungen. Wir haben vor den Maschinen haben wir Klappen. Und wenn man die jetzt mit Gewalt öffnen würde, obwohl man die Klappen erst öffnen kann, die Verschlussriegelungen gehen erst auf, wenn die Maschine steht. Aber man könnte die jetzt auch mit voller Gewalt öffnen, es würde funktionieren. Ja, und das macht ja keiner, ne? Also ist ja Schwachsinn. Aber. Hat sich derjenige halt gedacht, ich werde den Betrieb hier nicht stören. Ich kletter jetzt mal kurz nach unten. Unter die Maschine. Und versuch da einfach im laufenden Betrieb den Schaub rauszumachen, weil ein Laser nicht mehr funktioniert hat. Das hieß, der Laser hat dann immer Fehlermeldungen gegeben. Der war halt verstaubt, der hat immer Fehlermeldungen gegeben und die Produkte einfach rausgeworfen. Ne? Ist scheiße, weil das ist natürlich ein enormer Verschleiß. Gerade wenn so, sage ich mal, so 100.000 Tabletten sozusagen von der Maschine weggeworfen werden und dann noch die Verpackungen kaputt gehen, kann man die Verpackung... hä? Kann man die Verpackung natürlich dann auch nicht mal verschicken. Ja, und der hat sich so gedacht... hä? Hier, ne? Oh, oder was hier? Hä? Bin ich bescheuert? Oder habe ich das Ding schon? Warte mal, heißt das? Warte mal, das hieß doch das. Nee, das habe ich doch schon, ne? Genau, das hieß das schon. Nee. Das heißt, wenn die ausgefüllt sind, dass ich die habe. Warte mal, ich fahre mal kurz zu dem Tag hier. Ich bin jetzt gerade komplett plemplem. Ja, und, ja. Der ist dann, wir haben so ein, ach so, diesen Tunnel. Luftdruck. Ja, mit Luftdruck machen wir dann immer die Laser sauber. Ne? Das ist, glaube ich, wieder auf Firma so. Und ja, der hat sich so gedacht, ja, ich fass mal, ne, so ein paar größere Staubtunnel habe ich halt nie rausbekommen. Und dann hat er sich so gedacht, so, ich fass einfach mal in die laufende Maschine rein. Ich werde jetzt einfach mal die größeren Staubkörner entfernen. So. Weit so gut. Der wollte das an der Stelle machen, wo die Maschine halt verpackt hat. Ne? Und die Kleber automatisch abgemacht hat. Und das heißt, das war ein Bereich, wo die Maschine halt mit Messern hantiert hat. Und genau da hat er reingefasst. Und der hat noch nicht mal geschrien.
Ich hab's halt nur von Weitem gesehen. Der meinte so, ja, es klappt schon und so. Ich hab gesagt, ja, mach von mir aus. Wenn keiner hier was sagt oder so, dann mach's ruhig. Und ja, da war sein Daumen ab. Ist halt kein Witz, ne? Da war halt einfach mal. Also, der Daumen hing, das Stück hing hier. Hing hier. Also war noch an der Sehne dran, aber wirklich nur noch, ne? Hat so rumgewackelt. Und der so, ganz trocken. Ach hey. Ja, zieh das jetzt mal an. Oder irgendwie so, ja. Ach hey. Ich hab's gedacht, du musst mich grad verarschen, Alter. Dein Daumen ist ab. Meine Batterien sind leer. Und du sagst einfach schon mal, ja, ach hey. So, ja. Naja. Da ist er halt ab. Ohne Scheiß, ich stand dann so da. Haben so gesagt, du darfst jetzt nicht lachen. Und ich musste ohne Scheiß hinten so in die Ecke gehen, obwohl das, ich weiß, das ist assi. Das ist asozial, in so einer Situation zu lachen. Ist einfach so. Aber wieder das halt so ganz trocken, so, ach hey. Dann müsst ihr euch vorstellen, so der Daumen hängt nur noch an einer Szene dran und das sah auch nie gerade lecker aus. Und sein Daumen hängt da so runter. Und der so, ja, ach hey. Naja, ist der Daumen halt ab. Ich, wie der das gesagt hat, halt so ganz trocken. Naja. Ey, ohne Scheiß, ich musste halt so losfeiern, obwohl das gar nicht lustig war. Das war voll brutal, aber vielleicht liegt es einfach dran, dass ich damals auf Seiten unterwegs war. Ich glaube, einige von euch kennen die Seiten, wo halt zum Beispiel Morde und sowas nicht zensiert werden. Durch Leichen und so. Auf solchen Seiten war ich halt damals immer unterwegs. Rein recherchetechnisch. Ist wirklich so, ne? Also weil mich so viele. Weil mich das die Thematik unfassbar interessiert. Ich schwimme auch abends ganz gerne. Ja, so verschiedene. Ich darf echt nicht fahren und reden, ne? Ist ja noch schlimmer, als wenn jemand ein Handy in der Hand hat. Wisst ihr, wie ich fahre, wenn ich rede. Genau, und sowas ich hab das wirklich, ich hab so Reportagen so angeguckt und da standen manchmal so unten drunter Originalbilder, also unzensierte Bilder gibt's auf der und der Seite. Ja, war ich halt neugierig und da habe ich mir so gedacht, gut, hätte ich vielleicht sein lassen sollen, weil ja, wenn man dann einen Mensch vor ihnen sieht, der bestialisch angegriffen wurde, verletzt, wirklich verletzt wurde, so dass wirklich alles abgesägt wurde von den Menschen, ne? Also mehr brauche ich ja gar nicht sagen, ne? Ja, auf solchen Seiten war ich halt damals halt immer unterwegs, aber wirklich war mich so, dass halt immer so, keine Ahnung, ich gucke heute sowas auch noch an, also jetzt nicht solche Bilder, mach nie wieder, aber ich gucke halt immer noch solche Dokus und sowas an, ne, wo viele jetzt so kotzen würden oder sowas, ne, allein schon von hören. Ich finde halt sowas interessant, was in solchen Menschen vorgeht, wieso die das gemacht haben, was für eine Kindheit die hatten und wie die halt über die Tat reden. Das ist extrem grausam, extrem bestialisch, aber ich gucke halt sowas, ne. Ihr könnt mich jetzt für verrückt halten, ihr könnt mich jetzt für Psychopathen halten, aber ich gucke halt sowas ganz gerne. Und, es hat mich halt nie geschockt, vielleicht halt wirklich, weil ich mir damals halt sowas richtig auch Bilder und sowas an dazu angeguckt habe. Und ich musste halt erstmal so im ersten Moment halt schon, oh warte mal, bin mal mit hier. Im ersten Moment musste ich halt erstmal ein bisschen so schmunzeln, also was halt schmunzeln, ich musste halt schon mein Lachen so ein bisschen verkneifen. Stellt euch mal vor euch ist so einer, ach hey, naja, ist mein Daumen halt ab. So ganz trocken, so wo man sich so denkt, what the fuck, was ist los mit dir? Hallo? Jeder bitte schreie, oh scheiße, mein Daumen, so, oh fuck, der schöne Daumen und Bibapo. Aber ich hab jetzt schon mitbekommen vorhin, wurde wieder dran genäht, also ob er seinen Daumen bewegen kann, glaube ich jetzt nicht mehr, aber zumindest. Dass es immer noch okay, also gut aussieht. Ne? Er wird eine Narbe natürlich auch behalten. Vielleicht kann er auch irgendwann seinen Daumen wieder bewegen. Aber zumindest konnte er sozusagen seinen Daumen noch retten. Ja. Und
Ich fand halt seine Reaktion halt so. Ja, keine Ahnung, also jeder Mensch würde so in Panik geraten oder manche würden sogar anfangen zu weinen und sowas und der so, na, ach ey, mein Daumen. So, wo ich mir so denke, what the fuck, ey, ohne Scheiß. Hättet ihr so hättet ihr das so mitbekommen, ne, von, wenn ich euch das so erzähle, könnt ihr euch bestimmt nichts darunter vorstellen, aber hättet ihr das mitbekommen, wie er das so gesagt hat, ne? Ey, ihr hättet genauso gelacht. Das, ja, weiß ich, wie als hätte der gerade deinen Knopf von der Hose verloren oder sowas. Ach nee, es war irgendwie, seltsame Situation. Ich war natürlich auch geschockt, weil es nicht so, dass ich so gelacht habe. Ich war natürlich auch geschockt, habe ihn dann provisorisch verarztet. Die Dame hat dann Krankenwagen gerufen. Vorarbeiterin. Und ja. War halt. Ich weiß nicht, wieso ich bei solchen Sachen nicht komplett ausraste. Keine Ahnung. Also, ich glaube, viele würden dann erstmal umkippen, kotzen und sowas, wenn die so die gigantische Blutlage sehen. Vielleicht noch unten so eine Stück Sehne. Sehne oder halt ein Stück Knochen oder sowas. Klingt dumm, aber irgendwie, ich habe mich, glaube ich, da mit den Videos von damals, ich war ja noch auf heftigere Seiten, aber ich glaube, die meisten von euch kennen solche Seiten. Ne? Das sind aber Seiten, die findet man nicht nur im Darknet, sondern solche Seiten gibt es auch im White normalen Netz. Halt solche Seiten halt auch, die, ja, da sollte man, weil da gibt es auch Videos, da sollte man, ganz, ganz, ganz starken Magen haben. Also ich fand halt seine Reaktion, ihr müsst euch das vorstellen, so sein Daumen ist so halb ab und er sagt so, ach hey, naja, mein Daumen halt ab. Also das war halt wirklich so sein Wortlaut so, ne? Der hat der hat zu sich selber so, denke ich mal, gesagt, also er hat mit sich selber gesprochen. Aber ein bisschen lauter, ich weiß nicht, es war irgendwie schon eine seltsame Situation. Ich liege jetzt auch dazu, dass ich damals auf solchen Seiten unterwegs war, dass ich auch absolut, also was Horrorfilme angeht, so. Also, es gibt's, und wenn, viele schreiben mir auch immer wieder was in die Kommentare, aber glaub mir. Alle, ich kenne wirklich sogar solche Horrorfilme, die für 1 Euro gemacht worden sind. Hier VHS hieß ein Horrorfilm, das waren dann immer so ganz kurze Teile, ganz kurze Horrorausschnitte und selbst solche Filme kenne ich. Also ich weiß gar nicht, ob es irgendwie einen Horrorfilm gibt, den ich wirklich noch nicht gesehen habe, aber ich glaube nicht. Und damals immer so übelst Angst gehabt. Also momentan für jeden Horrorfilm, zu dem ich jetzt gehe, so finde ich absolut langweilig. Absolut langweilig. Bevor, ich weiß nicht, so bei S Chapter 1 und Chapter 2, klar habe ich auch Stellen, wo ich mich mal kurz erschrecke, ist klar. Bei mir ist es immer so, ich habe es euch ja schon mal erzählt, ich erschrecke mich halt mal, wenn irgendwie so eine Kerze auf einmal ausgeht oder besser gesagt so umkippt oder sowas. Ne, aber bei den meisten Horrorfilmen heutzutage hört man das ja von der Musik her schon. Oder man kennt ja schon die Tricks von der Filmindustrie. Ne? Die lassen sich ja irgendwie nichts Neues einfallen, obwohl das auch ziemlich schwer ist, sich da irgendwie was Neues einfallen zu lassen. Und ich glaube, so einfach ist das gar nicht. Man kann ja jetzt keine Horrorfilme machen, wo dann wirklich ältere Personen wirklich einen Herzinfarkt bekommen. Irgendwie muss man die ja mit Musik, sage ich mal, ein bisschen darauf einstimmen, dass jetzt was passieren könnte oder dass jetzt was passiert. Ne? Stellt euch mal vor, das würde man gar nicht machen als Filmproduzent. Und da ist so eine mit einem Herzproblem, so eine ältere Dame oder so ein älterer Herr. Ja. Ich glaube, die können dann direkt da, wo sie sind, abgeholt werden. Ne?
ist halt schwierig da. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie ich schon gesagt, klar, es hat mich damals, heute immer noch, ich gucke halt ganz gern zum Einschlafen, außer so Creepypasta-Sachen, aber ich gucke ganz gerne auch wahre Begebenheiten oder echte, gerade so einen amerikanischen Bereich, so englischsprachige YouTuber, da gibt es ja wirklich sehr viele, wo es halt sehr interessant ist, wo man halt mal sieht, wie ein Mörder zum Beispiel vom Richter reagiert, so, und zum Beispiel der eine Mörder aus Amerika hat zwei Polizisten erschossen und der hat dann so gesagt, ich würde es wieder tun, sobald ich hier rauskomme, werde ich es wieder tun und sowas. So, das ist schon krank, das ist schon sehr, sehr krank, wenn man sich das mal gibt, oder einer, der irgendwie, der 14 Jahre alt war, hat, er war 16 und der Nachbar war 14 und die haben zusammen ein Online-Spiel gespielt. War sogar mal ein ganz bekannter Fall, der war ja in Amerika, der war glaube ich auch mal 4 Kinder noch, 2016 oder sowas. Der hat halt ein Online-Spiel gespielt und er hat einen Kollegen, ne, der 2 Jahre jünger war, ja, was ist denn heute mit dem los? Der 2 Jahre jünger war, der halt Ingame-Währung gegeben, ich glaube so 10.000, so. Und sein 14-jähriger Kollege wollte das halt nicht zurückzahlen, die Ingame-Währung. Das war, glaube ich, eine Ingame-Währung mit echt Geld. Und ja, was hat er gemacht? Der ist dann ausgerastet, der hatte vorher schon psychische Probleme, bevor jetzt jemand gesagt hat, ja, ich muss ein Killerspiel und sowas, sonst war noch nicht mal ein Killerspiel. War so ein Rollenspiel. Der hatte vorher schon übelste Aggressionsprobleme, war auch schon in Therapien und der hat alles immer wieder abgebrochen, war auch zu seinen Eltern öfters mal sehr, sehr aggressiv. Ich glaube sogar, körperlich hat er seine Eltern auch schon angegriffen. Und ja, der ist dann so ausgetickt, dass er dann zu seinen Nachbarn gegangen ist, der wirklich direkt neben ihm gewohnt hat und getötet hat. Das Problem ist, ihr könnt das ja gerne mal, wenn es euch interessiert, googelt einfach mal nach dem Fall, das werdet ihr relativ schnell finden. Ja, und leider gibt es auf Google, und das ist wirklich so, leider gibt es auf Google, warum die das nicht rausnehmen, keine Ahnung, aber leider gibt es auf Google die unzensierten Bilder von den Jungen, die ja getötet wurde. So, und wenn man sich das so anguckt, denkt man sich, okay, hier wurden nur einer getötet, hier wurden 30, 40 getötet. Und ja, wie der den Jungen auch zugerichtet hat, also ja. Also, erzähle ich euch jetzt nicht. Wenn euch sowas interessiert, ne, dann guckt euch sowas an. Das war schon, wo ich gedacht habe, alter Falter. Das war schon huiuiui. Da kam es mir auch ein bisschen hoch, ne, wo ich die Bilder gesehen habe, ne, die von der Polizei geschossen wurden, wie sie das Kind aufgefunden haben und die einzelnen Teile fotografiert haben und dann nur noch wirklich, ja, sein Kopf und so ein Stückchen von Rumpf noch in der Ecke lag. Ja, das war schon, wenn ich mal überlege, also wenn ihr mal aggressiv von kennenlernt, wenn ihr mit dem Online-Spiel spielt, gebt bitte die Ingame-Währung wieder zurück. Oder zieht ganz schnell um. Anders geht's nicht. Eigentlich schon krass, wenn man sich so mal überlegt, so, was schon alles so auf der Welt passiert. Weil selbst in Deutschland, das glaubt man gar nicht, aber auf der Seite, wo ich damals unterwegs war, gab es auch extrem viele Bilder oder Videos von Deutschland. Und das kriegt man gar nicht alles so mit, aber da gibt es wirklich so, sag ich mal, grausame Morde und sowas. Das ist schon krass. Ist schon heavy. Ich muss halt immer noch an seinen Daumen denken. Ach, heil, ist er ab. Naja. Ich wusste, dass du nicht widerstehen kannst. Scheiße, ey. Ich hoffe, es lohnt sich. Ist eigentlich null lustig, dann aber irgendwie. Lass es uns rausfinden. Also irgendwie muss ich da ein bisschen lachen. Aber wie schon gesagt, immerhin wurde sein Daumen wieder angenäht. Was bleiben wird, ist nicht.
Schön, aber. Ich hoffe für dich, du kannst mich auch die nur Fein gehabt. Können überzeugen. Hat er die gerade diesmal gesagt? Wie bescheuert? Ich würde das echt mal so interessieren. Könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal überhaupt im Darknet unterwegs wart oder auf normalen Netzwerk. Und schon mal nach so bestimmten Bildern gesucht habt. Ne, die vielleicht ein bisschen brutaler sind. Einfach nur mal, um zu gucken, vielleicht. Ja, klingt zwar dumm, aber wie es aussieht oder. Ja, ne? Ich wollte gerade ausfahren. Noch ist dein neuer Wagen nicht in Reichweite. Ach, Schnauze, Mädel. Ist das die Show? Ist das die hier? Oder ist das ein Kerl? Nee, das ist die Show. Ach, holy shit! War erst die erste Runde, wenn schon jetzt kleine. Also, es war jetzt die dritte. Ist mir gar nicht so aufgefallen. War ziemlich lange Strecke. Du bist echt heiß auf den Wagen, ha? Ja. Den werde ich schon verkaufen, Mann! Für 1 Euro 99. Der Trick der Marketingindustrie. Aber man kauft sich lieber was, wo 1,99 Euro steht, anstatt wo 2 Euro steht. Ja, ja. Hab ich alles gelernt. In der Baumschule. Ich kann sogar meinen Namen tanzen, das kann auch nie jeder. Ihr seid immer noch irgendwie heute an heute, denke ich. Weiß nicht wieso, aber irgendwie so, ja, ach, hey, naja. Zeit ab. Naja. Ich glaube einfach, der war dann in dem Moment einfach so unter Adrenalin, der hat das selber gar nicht so mitbekommen. Weißt du, mein Onkel ist es damals auch mal passiert. Das weiß ich. Es war vor seiner Ausbildung, da ist er in eine Standsäge reingekommen. Aber es war nur die Fingerkuppe, also die war aber auch komplett weg. War wirklich komplett weg. Ist glaube bei ihm übelst gut zusammengewachsen. Jetzt kann ich so mein schwerster Unfall war mal auch an der Maschine. Das war aber noch in der Schulzeit. Ich glaube, das war im Praktikum. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ich glaube, es war ein Praktikum. Ich war auch an irgendeiner Maschine, wo wir schleifen und schneiden mussten. Da haben wir mit Metall gearbeitet, genau. Und da habe ich mir, zeige ich euch gleich, das war auch ganz schön tief, war ordentlich tief. Das kann ich mir auf Dias genäht haben. Hier rein. Ne, hier in die Fläche, ich zeig's euch gleich nochmal richtig. Ah ne, das ist die. So schlecht, ey. Immer. Foto bin ich denn nicht ganz. Hab ich mir bis hierhin so tolles ungefähr, Rennen. Ne? Also bis hierhin. Also es war wirklich gut tief. Das tat schon weh. Das war schon sehr unangenehm. Aber ich muss dazu sagen, ich habe den Schmerz auch nicht direkt in dem Moment gespürt, sondern erst extrem spät. Na, auch bei mir durch Adrenalin. War schon krass, was der Körper dann. Dein Preis liegt bei Rivera. Viel Spaß damit. Sehr gut. Ich stehe voll auf Überraschungen. Ich weiß, du hast gewonnen. Aber trotzdem, so wie wir gefahren sind, ich denke, den Kopf sind wir gewachsen. Klar, auf jeden Fall. Wenn wir mal eine Auffrischung brauchen, weiß ich, wo ich mich melde. Mach den Kopf bis dahin weiter die Hölle heiß, okay? Sie haben es verdient. Witzigerweise habe ich das erst gar nicht gesagt.
Naja, ich habe das dann, ich habe so gedacht, ach komm, vertust du einfach mal. Das Problem war, ich habe richtig gesuppt, also wirklich ordentlich gesuppt. Und überall war Blut und ja, war mit Vertuschen dann irgendwann doch ein bisschen schwierig. Die haben es dann doch mitbekommen. Und ich so, ach, ist nichts, ja, zeigen sie mal. Ist nichts, alles gut. Ja, sind sie verrückt? Was haben sie da gemacht? Ja, ein bisschen verletzt, ist nichts, alles gut. Ja, nee, wir müssen sie jetzt zum Arzt schicken. Aber es kommt bald noch eine Real-Life-Story, da habe ich was viel, viel krasseres gemacht. Mal gucken, ich denke mal, die wird am Wochenende kommen. Ah ne, doch, am Wochenende. Am Wochenende, doch, das stimmt, am Wochenende kommt sie. Das bedeutet, nächstes Wochenende dann. Nicht dieses, ne, das Video kommt am Montag, heute ist Montag. Ich würde dir ja gern mehr anbieten, aber... Unfassbar hässlich, der Ford. Gefällt mir überhaupt nicht, aber na gut, muss mir ja nicht gefallen. Ja, und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme und passt bitte auf bei Maschinen. Wenn ihr arbeitet, achtet bitte auf eure Sicherheit. Sicherheit geht vor. Es kann immer mal was passieren. Es kann immer mal ein kleiner Patzer passieren und dann ist das Geschrei groß. Und ja, bis dahin, haut rein und tschüss.